Willkommen zu einer weiteren Folge Sniper Elite. In der heutigen Folge seht ihr Parkour. Nein, oh nein. Ich wollte hier nicht wieder rüberklettern. Ach komm, Ralf, wirklich? Präzisionskopfschüsse. Eine kontrollierte Sprengung. Shit, no, okay, krass. Mitten im Fight. Und falls ihr Lust auf mehr habt, lasst doch gerne ein Abo da. Schon ein Abo dagelassen? Danke! Wenn ihr mich noch weit unterstützen wollt, liked doch bitte dieses Video. Danke für eure Unterstützung! Und auf geht's, Leute! Stehen geblieben sind wir hier in der Mission Festung Guernsey. Wir haben hier noch eine Aufgabe für uns, und zwar die Batterie Mirus zu deaktivieren. Wir müssen den guten Herrn Lars Baumann töten, der sich beim Zementmischer aufhält, und hier die Möglichkeit, den Bau aufzuhalten, müssen wir auch noch rausfinden. Es gibt ein paar Nebenmissionen mit den Bunkern, und wir werden uns hier mal an der Küste entlang Richtung Nordosten schleichen, würde ich sagen. Weiter geht's. Ihr fragt euch bestimmt, ey Ralf, warum gab es denn so lange keine Folgen? Ich sage euch, das Wetter. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Bei uns ist aber höllisch heiß und die letzten paar Wochen war es wirklich nicht auszuhalten. Deswegen war das auch für mich nicht wirklich angenehm, hier irgendwie YouTube-Videos aufzunehmen. Ihr habt auch gesehen, ich habe im Intro ein bisschen was gebastelt. Das bedeutet, das hoffentlich gefällt euch das auch. Ich persönlich fand es ganz witzig und wir werden jetzt immer so ein kleines Intro haben vor den neuesten Folgen. Wir gehen mal hier raus aus dem Bunker. Jetzt regnet es auch noch. Wow, alles da? Holy shit, bin ich erschrocken. Ganz vergessen, dass dieses Geschütz die ganze Zeit am Feuern ist. Mann, Mann, Mann. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder reingeschalten habt. Ich werde das Spiel natürlich auch weiterhin zocken und weiter hochladen. Die Pause habe ich einfach gebraucht aufgrund des Wetters. Ich war letzte Woche auch in Köln, habe da ein paar Freunde getroffen und war da auf einer Party. War auch sehr, sehr cool. Grüße gehen raus an Monix und Wintermond, die ich da gesehen habe. War auf jeden Fall schön, dass ihr mit am Start wart. So, mal aufpassen. Ich wollte eigentlich auch die Straßen noch ein bisschen verminen. Denke, das ist aber auch gerade gar nicht notwendig. Weil ich schon lange kein Fahrzeug mehr hier blankfahren sehen. Die Rauchsäule da vorne irritiert mich auch gerade ein bisschen. Long grass. It's a better place to hide. Hat uns gerade eine nette gesagt, dass man sich im hohen Gras gut verstecken kann. Finde ich absolut in Ordnung, die Ansicht. Wir schauen nochmal ganz kurz. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter. Boah, Osten. Alter Schwede. Dieses Flakgeschütz oder was auch immer dieses Riesending ist, macht mich fertig. Ey. Hier vorne komme ich, glaube ich, nicht durch. Hier sind Minen. Hier ist ein Minengebiet, so wie es zumindest aussieht. Ja. Hier geht's nicht durch. Habe ich noch eine andere Möglichkeit? Ja, ich kann wahrscheinlich ja sogar außen rumlaufen. Ich kann hier gar nicht außen rumlaufen. Was ist das für eine Scheiße? Das ist alles vermint. Das ist einfach alles vermint hier, der Weg hier hoch. Okay, durch den Bunker über den Berg. Das heißt, ich kann ja oben rumlaufen und das sieht gut aus. Dann probieren wir das mal aus. Ich konnte mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass hier so viele Minenfelder waren. Vielleicht kann ich ja sogar über den Zaun drüber klettern und mit durchs Minenfeld durchgehen, aber ich glaube, das mache ich mal nicht. Ich glaube, wir müssen hier noch ein Stück weiter über den Berg. Mal gucken, ob ich hier hochkomme. Nee, auch nicht. Zum Glück ist das nicht laut. Hier vorne ist wieder eine Mauer. Nicht, dass da irgendwie Soldaten vorbeilaufen. Nein! Oh, nein! Ich wollte hier nicht wieder rüberklettern. Ach komm, Ralf, wirklich? Und nochmal, Parkour! Ah, ich hab's geschafft, hurra. War ich da vorne in dem Bunker schon drin? Ist ja eine Weile her, dass ich das Game gespielt habe. Ich glaube, hier war ich schon. Kommen wir zumindest so vor, jetzt habe ich die Ecke schon mal gesehen. Ich glaube, wir laufen hier trotzdem mal durch. Komme ich hier auf der anderen Seite raus, ja. Ah ja, hier war ich schon drin.
Habe ich jetzt mein Gewehr fallen lassen? Ja, habe ich, ich Trottel. Ich habe vergessen, weil wenn ich das... wenn ich die Waffen wechsle und ich eine separate Waffe dabei habe, dass ich die ja dann ablege. Da vorne ist aber eine japanische Flagge. Der Schuss wurde gehört. Das wundert mich nicht mit dem Kaliber, mit dem ich gerade geschossen habe. Dieses Riesengeschütz da hinten ist ja echt der Hammer. Lass die aufgehängte Sprengladung fallen. Ja, das werden wir hinkriegen. Sehr geiles Level hier wieder mal. Richtig schöne Atmosphäre hier. Scheint es, als wären die hier über mir. Ich glaube, da kam gerade eine Granate geflogen. Ach shit, der lange dann. Okay, Baumann haben wir schon mal erledigt. Now reinforcements. I'll be outgunned if I'm not careful. Tja, wenn ich rauskomme, der Penner. Yep, was ein Treffer, ey. In your mouth, baby. Okay, da drüben kommen ein paar Soldaten angelaufen. Aua, ey. Aua, sehr blutig.
Ganz gute Position hier eigentlich. Was muss ich hier machen? Lass die aufgehängte Sprengladung fallen. I think I've grabbed all I can. Das ist auch eine geile Animation jedes Mal. Oh, wo habe ich den denn reingeschossen, ey? Schön von hinten rein, ey. Ja, das tut mir fast ein bisschen leid, ey. Ja, Jesus Christ, sind die weit weg. Okay, wir sagen, wir kümmern uns erstmal hier um die Aufgabe hier. Scuttle charge is still being placed. It must be behind schedule. Can set back construction with these. Ah, komm schon, kletter wieder hoch, Bruder. Out of action. Cleanup should keep the Nazis busy. Voll das krasse Gebäude, was sie hier aufgebaut haben, oder? Okay, ich habe noch 11 Schuss. Da sollte man wieder ein bisschen Leichen looten. Ich wusste gar nicht, dass ich mit der Maus auch was machen kann. Wieder was gelernt, ey. Hier unten stand auf jeden Fall auch noch einer links von ihm, aber ich glaube mal. Ah, hier ist er. Nee, das ist ein Holzstab. Dann sagen wir, schauen mal in das Gebäude hier rein. Ob ich hier Loot finde. Ah, Schritte. They'll find me if I stay here. Can't find anything else. Nice shot. Das war das die Niere, die Leber, die es zerfetzt hat. Auf jeden Fall ist es ziemlich gemein, würde ich sagen. Nierentreffer steht unten rechts, okay. Da hat er ein Standardpistolenmagazin gefunden. Schau, Helm. Should be a way into the battery through those trenches.
Okay, also hat gerade gesagt, should find a way through the trenches. Das bedeutet, ihr sollte nicht durch die... Wow. Ihr sollte durch diese... den Graben gucken. Also Trench ist ja der Graben hier sozusagen, der ausgegraben wurde. Ansonsten haben wir die Mission hier abgeschlossen unten rechts. Das sieht ja schon mal gut aus. Findet ihr eine Möglichkeit, Batterien Miris zu deaktivieren? Das klingt schwer nach der Sprengfalle. Guckt euch mal dieses Monster da vorne an und Geschütze im Wahnsinn. Und die Frage, wie komme ich in so einen Trench rein? Ah ja, hier. Wir nehmen mal die Pistole. Okay. Boah. Jesus, mein Herz, ey. Ist laut. Genau, was ich gebraucht habe. Sehr gut. Munition und Sprengladung. So, deaktivieren. Ich konnte an dem Alarm auch eine Sprengfalle anbringen. Auch ganz cool. Ich glaube, wir gehen hier mal rein. Da ist das Teil. Wahnsinn, Alter. Was für ein Monster. We've got the next shell ready to fire. Tampering with it will tear the gun apart. All right. The gun will blow when it's fired. Now to lay low until the demonstration. So, ich hab die jetzt sabotiert. Shit. No, okay, okay, krass. Mitten im Fight. Cracking prototypes destroyed. And now battery Miris is out of action. Time to get out of here and across the channel. Okay, mein Hauptziel ist sozusagen abgeschlossen. Guess I grabbed everything useful. Vorrückern hat er gesagt. Gucken, ob ich noch irgendwie Intel finde oder so. Wann schießen die denn? Ich glaube, ich laufe noch ein bisschen im Bunker. Und in der Anlage um dieses Geschütz herum. Du bist tot. Schöner Treffer mit der Pistole. Sprenglagerungen kann man nie genug haben. Okay, eine verschlossene Tür. Was kann ich denn da öffnen mit der Brennstange? Okay. Ich habe irgendwas sabotiert, so wie es aussieht. Okay, wir gehen noch ein bisschen weiter hinter hier in dieser Anlage. Ein bisschen tiefer rein. Die Betten, Spinte. Oh, guck mal. Ah, hier wollte ich rein. Sehr gut.
Lunte zünden, schnell, auf geht's. Auf jeden Fall gute Entdeckung hier dabei. So, was haben wir gefunden? Hälfte des Mios-Sprengcodes, sehr gut. Und noch fette Muni, panzerbrechend. Was habe ich denn eigentlich gerade drin hier? Ah, ich brauche eigentlich keine panzerbrechende Munition gerade. Was habe ich jetzt hier liegen lassen? Normale Muni wahrscheinlich. Oder jetzt eine andere Muni. So, wir gucken nochmal auf die Karte. Was habe ich denn hier? Ich habe... Ne, nicht Fertigkeiten. Ich habe aber sogar zwei Fertigkeitspunkte, merke ich gerade. Was ist das denn? Sanität, aber wiederbeleben. Verbessernde Triangulation. Feinde werden im Ziel von Raum markiert, wenn sie auf dich schießen. Das ist gar nicht verkehrt, ne? Au, Feinde werden beim Ausschalten automatisch gesucht, klingt auch gut. Ich glaube, ich nehme das. Dann muss ich halt in die nächste Mission mal ein bisschen mehr sneaky spielen. Dass ich den gleich, also ich, während ich die erwürge, loote ich den die Taschen, ey. Ist auf jeden Fall ein cooler Skill, so würde ich sagen. Aber was ich gerade gucken wollte, ist, wo sind denn meine Nebenziele? Da gab es mal eine Übersicht, oder nicht? Shift meine Position. Legende anzeigen. Nö. Ja, das bin ich, okay. Dann verschwinden wir mal wieder hier vom Bunker. Von diesem Geschütz. Ich würde sagen, wir gehen auf der anderen Seite raus, wenn es geht. Nicht da, wo wir reingekommen sind. So ein Sauwetter hier. Eine Panzerfaust. Ah, ne, in der Trappe. Ich dachte, das wäre eine Panzerfaust. Ich glaube, hier komme ich wieder raus. So, jetzt muss ich laufen. Ah ja, hier komme ich raus. Sehr gut. Was hatten wir hier oben noch? Die Deutschen lagern Sprengstoff in einem Bunker im Norden. Ah, den Norden der Bunker, den gucken wir uns schon ran, oder? Würde ich sagen. So viel Zeit haben wir noch. Be harder to spot me in that grass. Weg mit dem Adler. Eine Adlersteinfigur fehlt mir anscheinend noch. Macht immer Spaß, Salamin auf dem Weg zu legen. Ich bin extrem gut ausgerüstet, was mein Gear angeht, aber ich brauche gar nicht so viel gerade. Ist nur die Frage, komme ich hier auch irgendwie hoch? Ah, hier. Das ist ein Gartenzwerg?
Gartenzwerghasser zu chillen. Günstig ein Gartenzwerg durch Schüsse, okay? What the fuck? Jetzt ist schon aber ein Gartenzwerg, läuft von mir. Ziemlich sehr ruhig hier, oder? Könnt ihr bitte drüber klettern? Danke. This would make a good staging area for future operations. I can just find a way inside. Okay, irgendwie muss ich reinkommen. Hier anscheinend nicht. Hier auch nicht. Ah ja, hier kann ich klettern. Ich muss das einfach nur aufmachen, oder wie? Staging area secured. This will be a good place to start from for other operations. Okay, die Mission habe ich auch mitgenommen. Waren nur auch 2 von 3, aber ich sehe auf der Karte jetzt nicht mehr viel. Deswegen würde ich sagen, unser nächstes Ziel ist einfach mal hier reinzuhauen. Und also schalte ich einfach mal mein Turbo an und renne ein bisschen. Weil ich glaube nicht, dass ich noch irgendwo Gegner habe. Und wenn, mache ich hier auf jeden Fall auch kalt. Aber warum kann ich manchmal nicht über die Mauern springen? Ein bisschen irritierend. Schade, dass da kein Auto vorbeikommt, das sich noch mit meiner Mine irgendwie anfreundet. Hätte ich gerne gesehen. Ganz ehrlich, bei der Hitze, wie wir gerade hier draußen vor der Tür haben, so viel zu rennen, ich würde durchdrehen. Kein Wunder, dass ich einen 180er Puls habe. Meint ihr, der Extraction Point ist einfach ungesichert? Ich glaube es nicht, oder? Aber werden wir gleich sehen. Hier liegt auf jeden Fall schon mal eine Leiche. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das ich war. Und da ist unser Fahrzeug. Ah, guck mal, krass! So kurz vom Ende nochmal ist ein Auto in die Mine gefahren. Krass. Hat einfach die Mine, nochmal ein Auto bestellt. Let's go. Confidential Inter Report. With Intel that confirms the serious and urgent nature of Operation Kraken. Der Prototyp zerstört. Die Testdaten sind verloren. Monate der Vorbereitung für die Katz. Unsere japanischen Verbündeten sind außer sich. Sie reisen doch nicht um die halbe Welt, um Zeuge von Unfähigkeit zu werden. Wir sollten die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber natürlich halten Sie mich für blöd. Ich will äußerste Wachsamkeit. Ja, nicht schlecht. Die Mission hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Ich würde sagen, wir waren auch wirklich gut unterwegs. Ich habe jetzt auch eine Attrappe freigeschalten. Sehr geil. Wir haben 2 Operationsziele erledigt. Wir haben die komplette Festung Gürsny komplett abgeschlossen. Und wir haben Lanzo gekillt. Und es gibt den First Lieutenant Rank Mark 1, weil ich 1000, ach, Rangaufstieg, was auch immer. Sehr geil auf jeden Fall.
Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine gute Zeit, freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Die Folgen kommen übrigens so alle 2-3 Tage aktuell, aber jetzt einfach ein bisschen sehr, sehr warm ist zur Zeit, um Videos aufzunehmen, deswegen in größeren Abständen, aber dafür wieder regelmäßiger. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ralf. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.